Mein Geschäft gibt es seit 2006. Damals habe ich es gegründet als Ladenlokal, als kleines in Papeterie für schönes Schreiben und für Geschenkartikel. Ich habe eigentlich von vornherein geplant, auch gleich online zu gehen, da ich mit dem Sortiment, was ich mir gedacht hatte, wusste, dass Putzbach einfach zu klein ist für das Publikum und deshalb auch gleich an die Online-Klienten, Kunden gedacht hatte. Es ist so weit gegangen, dass ich vor 2 Jahren den eigentlichen stationären Handel komplett geschlossen habe und jetzt nur noch einen Online-Shop habe mit einem Showroom sozusagen. Ich glaube schon, dass mein Sortiment ziemlich einzigartig ist. In der langen Zeit habe ich sehr viel mich spezialisiert. Besonders habe ich auch in meiner Tintenauswahl jetzt sehr neu eine eigene Tinte, die nur für mein Geschäft gemischt wurde und die ich ganz exklusiv anbiete und die ich aber auch bis nach Taiwan, Korea und Philippinen jetzt gerade schon verschicke. Ohne so ein Alleinstellungsmerkmal ist es, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr schwer, noch online Fuß zu fassen. Also das Erste, was wirklich stimmen muss, ist eine Warenwirtschaft. Wenn man nicht einfach nur einen kleinen Laden hat und man den Überblick hat über all das, was im Regal steht, das wird nicht funktionieren, wenn man das gleichzeitig auch online anbietet. Da muss man schon viel Arbeit und auch ein bisschen Geld drin investieren. Der nächste große Schritt wird sein, dass ich den Online-Shop internationalisiere. Ich bin direkt dabei, jetzt die gesamte Übersetzung ins Englische zu machen. Und der nächste große Punkt wird das Thema Storytelling sein. Weil wenn man in einem normalen Laden kann man jederzeit irgendwas zu seinen Artikeln erzählen, aber das sollte man auch genauso den Online-Kunden anbieten. Der Onlinehandel ist für mich faszinierend, weil ich einerseits sehr flexibel agieren kann. Andererseits ist es aber auch sehr anstrengend, weil man eigentlich eine 7-Tage-Woche und einen 24-Stunden-Tag hat. Aber die Forderungen, die von den Kunden gestellt werden, machen total Spaß und ja, motivieren mich.